Hallo? Ich glaube, es hat geklopft. Ach du Scheiße. Edgar! William, was ist los? William, hör zu. Man könnte sich fragen, ob ich noch ganz bei Sinnen bin. Doch sind die Gründe für meinen Zustand weitaus schlimmer als bloßer Wahnsinn. William, ich habe etwas Unbegreifliches entdeckt. Du musst mir glauben, wir sind alle in großer Gefahr. Deshalb suche ich weiter, aber umso mehr ich verstehe, desto mehr verschlingt mich diese Sache. Als Freund bitte ich dich, das aufzubewahren. Erzähl niemandem davon. Vertraue es niemandem an. Nicht einmal mir. Auf keinen Fall, versprich's mir. Vor allem dann nicht, wenn ich dich darum bitte. Ja, gut, okay, mach ich, wer auch immer du gerade gewesen bist. Und damit sag ich jetzt an dieser Stelle einfach mal spontan Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Surprise Sunday. Hi. Sie sind sicher William Stanton. Ich bin Dr. Robert Eglinton, Arzt und ein Freund von Sir Christopher Wycherley. Ich würde gern mit Ihnen über seinen Sohn Edgar Wycherley sprechen, der, soviel ich weiß, zu Ihren Freunden zählt. Zu gut kenne ich Edgar, um nicht zu erkennen, dass sein Verhalten nur ein Anfall von Demenz sein kann. Es ist ein Einzelfall. Die Ängste, von denen er spricht, müssen wir ernst nehmen. Kennen Sie die Gerüchte, die im Dorf von Pawtuxet über Dr. Owens umgehen? Ich bin sehr besorgt, wie seine Eltern, und einige meiner Kollegen sprechen davon, ihn einzuliefern. Hören Sie, ich möchte auf Sie als Zeugen zählen dürfen. Könnten Sie freundlicherweise ihn besuchen? Aber ja, natürlich, selbstverständlich. Danke, William. Hier meine Adresse. Melden Sie sich, sobald Sie ihn getroffen haben. Auf Wiedersehen, junger Mann. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Alter, war das schlecht! Ich habe ja einiges erwartet und bis jetzt ist das Spiel gerade schon so ein bisschen dabei, meine Erwartungen in vollem Ausmaß zu erfüllen. Ja, wie ich gerade schon mal gesagt habe, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Surprise Sunday. Herzlich willkommen zu Necronomicon. Das Mysterium der Dämmerung oder irgendwie sowas in der Art. So genau habe ich mir das jetzt ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ich bin in Steam drüber gestolpert. Gesehen, oh, basierend auf den Werken von H.P. Lovecraft. Das ist ja prinzipiell schon mal grundsätzlich interessant. Ja, dann habe ich gesehen, größtenteils negative Reviews. Und dann habe ich gedacht, okay, da müssen wir mal reingucken. Ja, also bis jetzt erfüllt es meine Erwartungen in vollem Ausmaß hier. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung. Wir könnten speichern. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, kann ich mich frei bewegen? Kann mich nicht mal frei bewegen. Ich kann mich frei drehen, aber ich kann mich nicht frei bewegen. Kann ich hier irgendwelche Sachen... Das ist anscheinend unser Inventar. Was ist das hier? Welche Dokumente oder was wir da gefunden haben vielleicht? Okay, ich würde sagen, wir sehen uns hier erstmal in unserem eigenen Haus so ein bisschen um.
Denn dadurch die Tür. Wir können allerdings nicht nach da oben. Oder die Uhr angucken oder... So viele Optionen haben wir hier tatsächlich nicht von mir aus. Es ist recht dunkel, ne? Ich habe aber auch... Ich weiß nicht, seht ihr hier irgendwo Einstellungen? Ich sehe keine. Von daher... Wenn ich das wohl in der Nachbearbeitung noch ein bisschen... aufhellen. Es soll ein Horror-Adventure basierend auf H.P. Lovecrafts Werken sein. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ja, da könnten wir telefonieren. Ja klar, wir sollen jetzt den einen Typen da anrufen, ne? Das werden wir dann gleich erstmal machen. Ich wage jetzt schon mal die Theorie aufzustellen, dass wir dieses Spiel höchstwahrscheinlich nicht durchspielen werden, ne? Außer ihr wollt das jetzt unbedingt, aber ich glaube, da haben wir durchaus bessere Möglichkeiten. Aber, ja, ab und zu sich auch mal so ein bisschen Trash anzugucken oder halt nicht ganz so gute Spiele, das ist auch irgendwie, das ist einfach Teil von Surprise Sunday. Wir haben uns bisher viel mit richtig guten Spielen, richtig guten Indie-Spielen ja auch befasst und mit den Spiele-Klassikern, aber ab und zu, kommt, seid mal ganz ehrlich, ab und zu muss man sich auch mal mit ein bisschen Trash beschäftigen, damit man die guten Sachen erst wirklich zu schätzen lernt, ja? Und wer weiß, vielleicht überrascht es mich ja auch. Ich glaube zwar nicht dran, aber... So, hier kann ich überall wieder weg. Das ist total spannend, dass ich hier in eine Nahaufnahme gehen kann, um in dieser Nahaufnahme nichts zu machen. Aber okay. So, wir sollten telefonieren. Was ist das für ein Schlüssel? Jetzt kann ich da auch nicht mehr hin. Guck mal. Ist der Schlüssel vielleicht hier für das... Warte mal. Kann ich das eigentlich auch irgendwie... Aber wir könnten das hier noch weiter durchsuchen. Können wir da vielleicht... Warte mal. Ist ja ein bisschen Geld. Sind das Pfund oder Euro oder Dollar? Oder ich weiß es nicht. Und was ist das für ein Schlüssel? Kann ich das... Was mir gerade so ein bisschen fehlt, ist ein Untersuchen oder was. Kann ich... Nee, kann ich nicht. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht dieses Artefakt oder irgendwas wegpacken. Na gut, ich glaube, wir sind hier erstmal fertig. Ja, um fair zu bleiben, wenn das Spiel ist, hat, glaube ich, auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, so ganz und völlig lieblos dahin geklatscht ist es ja auch nicht. Hat so ein bisschen was von Grim Tales oder Haus der tausend Türen oder irgendeinem anderen von diesen Standard-Wimmelbildern. Das ist halt so ein bisschen Stil Mist, ne? Gab es ja eine Zeit lang ganz oft diese Ego-Grafik-Adventures. Da fällt mir auch ein Spiel ein, was ich vor 4-5 Jahren mal gespielt habe. Die Suche nach Lone Suda oder irgendwie sowas. Darkness. Das war auch in einem ähnlichen Stil. Das war tatsächlich ganz gut. Also das hat mir echt gut gefallen. Da würde ich vielleicht tatsächlich mal ein Let's Play von in Betracht ziehen. Oder zumindest ja auch mal in Surprise Sunday zeigen. Das sind bestimmt die Motorradschlüssel gewesen gerade, ne? Wisst ihr, was mir so ein bisschen fehlt? Feedback. Feedback in irgendeiner Art und Weise, was genau wir hier eigentlich machen und was hier eigentlich passiert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind hier so völlig ohne wirklichen Kontext einfach reingeworfen. Woher soll ich denn jetzt bitte schön wissen, ob der Wärter nach links oder nach rechts fahren wollen? Was weiß ich, wo uns das hinführt? Wo sind wir? Ganz ehrlich, wo zur Hölle sind wir?
Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber wir haben hier keinerlei Interaktionsmöglichkeiten, also fahren wir wohl anscheinend einfach wieder zurück. Schon in Ordnung. Dann fahren wir wohl nach rechts. Ja. Das hätte uns das Programm natürlich netterweise auch gleich mitteilen können. Ja. Oder wie vernünftige Programme dieser Art und Weise das gemacht hätten, uns auf einer Automap auswählen, auf einer Karte auswählen lassen, wo wir hinwollen. So, jetzt sind wir hier in der Stadt. Wir könnten entweder darüber oder nach da hinten oder alternativ an dieser Tür klopfen und nichts damit erreichen. Okay, alles sehr trostlos hier. Hallo, ist da jemand? Hau ab, Fremder! Alter, ich denke, wir wohnen hier! Da ist jemand. Ich bitte Sie, ich bräuchte eine Auskunft. Ach was, hier gibt's keine. Was genau ist jetzt hier eigentlich gerade? Was sollen wir machen? Ich meine, ja, im Zweifelsfall gehen wir zu der... Hallo, ist da jemand? Hau ab, Fremder! Doch recht offensichtlichen Kirche da hinten. Also die haben jetzt hier nicht wirklich 4 Milliarden Bildschirme gemacht für nix. Der Laden ist auch closed. Was ist denn das für ein... Crump & Son General Merchant. Hi. Entschuldigung. Ja, und was wollen Sie? Wissen Sie, wo Herr Wycherley wohnt? Edgar Wycherley. Nö, nie gehört. Ja, ich meine, offensichtlicher geht's ja kaum, ne? Edgar Wycherley, wahrscheinlich hier die Gasse runter. Verschwinde! Kann ich jetzt hier eigentlich wirklich die ganze Straße lang laufen? Das geht tatsächlich, ne? Verzeihung. Können Sie mir sagen, wo Edgar Wycherley wohnt? Wycherley? Sagt mir überhaupt nichts. Guten Tag. Könnten Sie mir helfen und vielleicht sagen, wo Edgar Wycherley wohnt? Edgar Wycherley? Wer ist denn das? Nee. Kenn ich nicht. Okay, das wird jetzt langsam, ehrlich gesagt, ein ganz kleines System belasten. Prinzipiell. Ich kann nicht zur Kirche. Warum kann ich nicht zur Kirche? Was soll denn der Quatsch? Okay, aber hier hinten in diese Hintergasse kann ich rein. Und das ist ja zumindest schon mal eine etwas besondere Lokalität hier. Entschuldigung, können Sie... vernünftig laufen? Nein, ich glaube nicht. Okay, aber ich muss ganz ehrlich sagen, abgesehen davon, wie unglaublich schlecht die Technik hier rüberkommt. Prinzipiell... finde ich das Setting von dem Spiel jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja, also je nachdem, wie katastrophal sich diese Steuerung hier halt noch weiterentwickelt, ich könnte mir schon vorstellen, mich damit nochmal zu befassen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich es nie wieder anrühre. Entschuldigen Sie, kennen Sie vielleicht... Ich kann da auch nicht lang, ne?
der jetzt verschwunden ist. Also sind wir hier wohl falsch. Dann also die Straße weiter runter. Uns keiner aufmachen will. Ich gehe mal davon aus, dass wir das richtige Haus im Zweifelsfall halt auch erkennen werden. Ja, wahrscheinlich hier draußen die Farm oder irgendwas. Beziehungsweise hier geht es ja auch nicht weiter. Okay, jetzt wird es ehrlich gesagt hier belastend. Hier ist das Haus Denton, ein Paket für Sie. Nee, ich brauche nichts. Oh, ernsthaft. Aber hier hinten schon? Die sieht zumindest mal anders aus als die anderen. Was sucht der kleine Herr? Immer mal Brady fragen. Ich suche die Adresse von Edgar Wycherley. Kennen Sie ihn? Um Gottes Willen, mein gutes Herz. Ja? Um Gottes Willen, mein gutes Herz. Ja. Na dann. Geh zu Herrn Crump, dem Krämer. Gott wird es dir sehr danken. Wow. Wow, diese Information war jetzt ehrlich gesagt leider nur bedingt hilfreich, denn wenn der Krämerladen offen gehabt hätte, dann wäre ich da tatsächlich sowieso, wäre ich da eh hingegangen. Nur zumindest haben wir eine ungefähre Idee, wo das ist, ne? Das ist nämlich da drüben. Guck mal, jetzt hat er auch auf, der Sausack. Kramp und Sohn. Zu Ihren Diensten. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach meinem ersten, doch tatsächlich extrem negativen Eindruck von diesem Spiel, so schlecht finde ich das Setting jetzt hier gar nicht. Also, ich hatte ehrlich gesagt wesentlich Schlimmeres erwartet. Gute Wahl, das wäre $1. Danke. Kann ich noch mehr kaufen, wenn ich gerade dabei bin? Also bevor wir mit dem Kerl reden, meine ich. Das waren jetzt Streichhölzer, ne? Ja, habe ich richtig erkannt. Ich bin stolz auf mich. Ich habe erkannt, dass ich Streichhölzer gekauft habe. Ich suche die Adresse von Edgar Wycherley. Kennen Sie ihn? Wycherley, sagen Sie? Keine Ahnung. Aber kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Wow. Die alte Frau, der ich... Dieser alte, gierige Raffzahn, der sich meine letzten Ersparnisse aus meinem Socken heraus gekrallt hat, hat aber gesagt, ich soll hierher kommen. Edgar Wycherley, in Gottes Namen, ich führe ein Lebensmittelgeschäft, mein Herr. Ja, und du hast eine unglaublich nervige und irritierende Stimme. Das möchte ich an dieser Stelle einmal anmerken. Ja, Sie brauchen eine Landkarte, auf der ich Ihnen die Adresse zeigen kann. Diese hier kostet $20. Habe ich überhaupt zu viel Geld? Bitte sehr. Ich markiere die gewünschte Adresse mit einem Kreuz und das macht $40. Frech. Das ist doch eine Karte. Und alles Gute, mein Herr. Da war doch eben eine Scheißkarte. Wieso konnte ich diese Karte nicht von... Alter. Böse. So, dafür gucken wir uns diese dämliche Karte jetzt mal an hier.
Dein Ernst? Also, ich würde ja zumindest irgendwelche Tooltip-Texte einblenden, damit ich mal weiß, was das eigentlich für Orte sind hier. Das ist diese komische Villa, bei der wir nichts anfangen können. Dann ist das andere hier bestimmt unser Haus. Genau. Ich probier das jetzt aus. Oh Gott, das sieht ja vielversprechend aus. So, das ist die Stadt selber. So. Da wären wir dann also. Ernsthaft. Ernsthaft? Oh, geh einfach die Straße weiter runter, die du sowieso runtergegangen bist. Das ist wow. Das ist gerade ehrlich gesagt schon so ein bisschen wow. Ich meine, und dass dieses alte, heruntergekommene Gruselhaus am Stadtrand natürlich genau der Ort ist, an den ich mich jetzt begeben muss, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Gut, dann gucken wir nochmal, ob der gute Witcherley zu Hause ist hier. Guten Tag. Herr Witcherley ist fort. Ah, jetzt, ja. Es hat keinen Sinn, er ist nicht da. Ich bin hartnäckig, mein Freund. Der Herr hat nicht verstanden. Soll ich ihm die Ohren putzen? Nein, dann verschwinde. Hör mal, Kleiner, kommst du noch einmal, kriegst du eins auf den Deckel. Verstanden? Ich leg's drauf an. Ich wissen will, was passiert. Gut. Und jetzt geht's Prügel. Jetzt irgendwie hatte ich das befürchtet. Irgendwie hatte ich das befürchtet. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt natürlich das ganze Geld nochmal holen und alles. Achso, nee, warte. Dann müssen wir erst hier zum Telefon, den Schlüssel in die Hand, näher ran, zack, Geld- und Motorradschlüssel mitnehmen und von hier verschwinden. Das wird ja jetzt hoffentlich nicht so lange dauern. Dann fahren wir erst nach links. Einfach, um es auf der Karte zu haben. So, dann wieder einmal durch die ganze Stadt rennen. Und ich würde dann spontan einmal abspeichern, wenn wir bei dem Witcherley-Haus wieder sind. Ich muss ja jetzt nicht mit allen reden. Wir haben ja eine ungefähre Vorstellung, wo wir hin müssen, ne? Da bin ich zu weit. Aber wo war denn diese Gasse, wo man rein konnte? Da. Was sucht der Kleine? Ich suche die Adresse von Edgar Witcherley. Um Gottes Willen. Okay, es ist schon ein bisschen irritierend. Okay. Danke. Dreimal mit ihm reden, die Karte hier nehmen. Bitte. So, und jetzt können wir hier hinten den Weg lang. Und da sind wir auch schon wieder. Das ging jetzt erschreckend schnell, wenn man bedenkt, wie lange wir uns tatsächlich schon mit diesem Spiel beschäftigen. Herr Witcherley ist fort.
Herr Wycherley ist fort, okay. Und nun? Ich meine, wir könnten... Moment. Wir könnten jetzt... zu unserem Haus zurück. Gucken, ob wir jetzt telefonieren können. Aber anscheinend können wir das nicht. Was heißt, dass wir tatsächlich noch irgendwas anderes machen müssen. Aber was? Herr Wycherley ist fort. Kommt und so unten. Zu Ihren Diensten. So, der einzige Ansprechpartner, den ich habe, ne? Aber den habe ich auch nicht mehr. Okay, das ist leicht belastend. Ich kann aber hier dann auch ansonsten nicht mehr weitergehen. Es hat keinen Sinn, er ist nicht da. Ich würde mich da jetzt reinschleichen oder irgendwie sowas in der Art, aber ich weiß ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Spiel jetzt hier gerade von mir erwartet. Oder triggern wir jetzt an anderer Stelle irgendwas oder können wir nochmal zu der Alten gehen hier? Der wir auch nicht mehr interagieren können. Ja, wunderbar. Das läuft. Verzeihung. Können Sie mir sagen, wo Edgar Wycherley wohnt? Alter, nein. Das können dir die Leute nicht. Du weißt nämlich schon, wo der wohnt. Entschuldigen Sie. Ja. Das Problem ist, irgendwie geht es gerade nicht so ganz so richtig weiter, ne? Ah, jetzt kann ich... William Stanton, nehmen Sie Platz. Freut mich, Sie zu sehen. Besuchen Sie meinen Sohn in seinem neuen Heim in Port Hooksett? Eigentlich nicht wirklich. Sie waren einmal unzertrennlich. Ich bedauere, dass er sein Archäologiestudium aufgegeben hat. Sind Sie auch so, William? Folgt eine Leidenschaft der anderen? Nein. Ich habe gerade mein Architekturstudium abgeschlossen. Nach der Archäologie, die Genealogie, dann die fremden Länder, die Astronomie und nun die Chemie. Mir persönlich war die Archäologiephase am liebsten. Vielleicht, weil er uns so leidenschaftlich davon erzählte. Doch mit der Zeit werden die Kinder verschlossener, weniger offen ihren Eltern gegenüber. Möchten Sie eine Limonade? Ja, bitte, danke. Okay, der Kerl ist mir nicht so ganz geheuer. Ich speichere erstmal ab. Habe ich gedacht. So. Kann uns jetzt hier theoretisch schon ein bisschen umsehen. Hübsches Bild. Edgar hat viele Bücher und Unterlagen über die Nachforschungen dieser Zeit hier gelassen. Okay. Könnten wir die vielleicht... Das ist Gregor Herschel, ein reicher Reeder von Providence zur Kolonialzeit. Er hatte eine Tochter, die die Urgroßmutter von Frau Wycherley ist. Dieses Porträt des Malers Cosmo Alexander stammt aus dem Jahre 1765. Edgar liebt das Gemälde, im Gegensatz zu meiner Gemahlin. Schade, dass er nicht hier ist, um Ihnen davon zu erzählen. Finden Sie nicht, dass die Ähnlichkeit wirklich verblüffend ist? Geht diese Geschichte so ein ganz kleines bisschen in Richtung Charles Dexter Ward?
wirklich interagieren mit den Sachen kann ich hier nicht weiter, ne? Aber nur das... Er hat doch gesagt, er hat Aufzeichnungen hier gelassen. Wo finde ich die denn? Ich hatte gehofft, dass Sie Neuigkeiten von meinem Sohne hätten. Hoffentlich lässt ihn dieser Chemiker, Dr. Owens, nicht zu viel büffeln. Laut Dr. Eagleton hat sich sein Gesundheitszustand in den letzten Monaten verschlimmert. Sie sind hier jederzeit willkommen, William. Edgar schreibt uns nur selten und es ist mir eine wahre Freude, mit Ihnen über ihn plaudern zu können. Okay. Ach, jetzt sind wir wieder zu Hause. Ach du Schreck. Oder ist das einfach jetzt 1:1? Schick. Wir sind nicht zu Hause. Das Haus sieht nur sehr ähnlich aus. Okay, wir haben gerade einen neuen Namen erfahren, ne? Warte mal. Kann ich eventuell... Wieso kann ich denn mit dem Kerl eigentlich nicht reden? Was soll denn der Quatsch? Und was sind das eigentlich für Leute? Kann man das irgendwo noch nachschlagen nochmal? Ich habe die Verbindung zwischen den Charakteren, glaube ich, noch nicht so ganz durchschaut. Dieses Spiel in VR, Leute. Yeah. Was soll ich tun? Hier in unserem Haus ist immer so ein leichtes, bedrohliches Dröhnen im Hintergrund. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Kann ich jetzt telefonieren? Ich kann immer noch nicht telefonieren. Warum kann ich eigentlich nicht telefonieren? Was soll der Quatsch? Ich würde gerne diesen Typen anrufen und ihm sagen, ja, der Dings war nicht da. Kannst du nochmal versuchen jetzt hier. Okay, das wäre jetzt so mein einziger Anhaltspunkt gewesen, den ich noch hatte. Oh, hi. Du sitzt heute hier. Okay, die sitzt heute hier. Ja, also von diesen Suchereien bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert. Was ist das da für einer? Die unterhalten sich da einfach. Guten Tag. Ja, wenigstens ist ja, dass sie sich die Mühe gemacht haben, hier verschiedene NPCs hinzustellen, ne? Je nachdem, zu welcher Zeit wir hier unterwegs sind, das ist, so basic das eigentlich ist, das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Da muss ja doch mal leichte Props geben. Kamp und so unten. Zu Ihren Diensten. Ich finde, die Stimme passt überhaupt nicht. Guten Tag, mein Freund. Haben Sie schon von Gregor Herschel gehört? Na, so etwas. Ja. Aber eine Hand wäscht die andere. Ich muss meinen Beruf nachgehen, mein Herr. Ja, was soll ich denn kaufen? So etwas. Das scheint Sie ja zu beunruhigen wie 500 Teufel. Ich wäre bereit. Also, das macht nur 50 Cent, mein Herr. Das ist tatsächlich nicht so viel.
So etwas, das scheint Sie ja zu beunruhigen wie 500 Teufel. Ich wäre bereit. Also, das macht nur 50 Cent, mein Herr. Das scheint Sie ja zu beunruhigen wie 500 Teufel. Das habe ich beim ersten Mal auch nicht genau verstanden. Sie sagt, wie beunruhigen Sie was? Ein Reeder. Schauen Sie, ob der am Hafen bekannt ist. Überqueren Sie den Kirchplatz und gehen Sie geradeaus hinunter. Besser, man hat damit nichts zu tun. Ach du lieber Gott, diese Geschichte ist nicht ganz geheuer. Wie bitte? Nochmal bitte. Geradeaus nach der Kirche. Ja. Okay. Ich speichere mal wieder ab. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier häufiger mal sterben. So, gehen Sie geradeaus gleich nach der Kirche. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier den Fischer ansprechen können. Guten Tag. Man hat mir gesagt, dass ich hier etwas über einen gewissen Gregor Herschel erfahren könnte. Gregor Herschel? Das sagt mir etwas. Ach ja, jetzt erinnere ich mich, war ein großes Geschäftstier. Und er war mit allen hohen Tieren von Providence bekannt. Er besaß einen Dock und ein gutes Geschäft. Bei der Gazette von Providence haben Sie sicher Zeitungsartikel über ihn. Denn seine Zeit macht er von sich reden. Und wir haben eine neue Lokalität freigeschaltet. Aber ganz ehrlich, ja abgesehen von diesen von gewissen Steuerungsproblemen hier, es fehlen so ein bisschen Komfortfunktionen und sowas, aber prinzipiell so die grundlegende Geschichte, abgesehen davon, dass sie von unglaublich dilettantischen Sprechern erzählt wird, ich finde das alles gar nicht so uninteressant. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt, worauf das letztendlich hier so hinausläuft. Da geht es auch zur Tür. Interessanterweise kommen wir nicht einfach so. Okay. Ich möchte einfach, bevor ich mit dem Kerl da interagiere, es ist auch interessant, dass wir hier vier Bildschirme haben. Dieses kleine Zimmer hier. Na gut, rede du Sau. Guten Tag, Sir. Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur fragen, ob Sie in Ihren Archiven ein paar Artikel über Gregor Herschel hätten. Erstaunlich, dass Herschel nach wie vor solch Interesse erweckt. Aber passen Sie auf, die Geschichte ist verrückt. Der letzte, der sich dafür interessierte, war Edgar Wycherley, ein Archäologe. Gregor Herschel ist eine sonderbare Gestalt der Geschichte unserer Stadt. Er stammte aus Salem und kam um 1713 aus Oregon. Unweit der Mile-End-Bucht kaufte er eine Landungsbrücke und brachte es mit dem Sklavenhandel zu Reichtum. Ja, ja. Innerhalb von 30 Jahren wurde er zum reichsten Reeder der Stadt. Kontrollierte den Großteil des Handels von Providence, verkehrte in höheren Kreisen und vermählte 1767 seine Tochter mit einem seiner Kapitäne. Im April 1771 kam er beim Brand seines Bauernhofs um. Zwischen 1713 und 1771 erschien er immer wieder in der Gazette. Und, naja, ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Alles Gute, William Stanton. Ja, gut, okay, die Technik ist vielleicht auch nicht so ganz ausgereift. Ja, aber prinzipiell... Guten Tag, Sir. Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur fragen, ob Sie in Ihren Archiven ein paar Artikel über Gregor Herschel hätten. Erstaunlich, dass Herschel nach wie... Okay. Das ganze Gespräch sich da immer und immer wieder wiederholt. Finde ich auch sehr erstaunlich. Okay. Wir können da noch weiter rein. Ja, ich finde es schon interessant, dass wir überhaupt hier die... kann ich die auch lesen? Ich muss mir wirklich die Jahreszahlen merken, wa?
das ja belasten. Und ich werde schon irgendwann über Sachen über ihn stolpern. Der Fall des verschollenen Soldaten. Im März wurden zwei Regimenter des Königs auf dem Weg nach Neufrankreich in Providence einquartiert. Aus unerklärlichen Gründen nahm ihre Anzahl ständig ab. Diese Affäre hat sich unter ähnlichen Umständen zugetragen wie das Verschwinden verschiedener Personen am Hafen im Oktober 1754. Laut Zeugenaussagen soll sich Gregor Herschel wiederholt mit den Soldaten im roten Waffenrock unterhalten haben. Ja, da geht's doch schon los. Brände. Das Gericht des Distrikts Bradfields überprüfte nach der Festnahme des Verdächtigen Jack Souther am 15. Januar den Fall der Brände der Nacht vom 2. Mai 1916. Das Gericht fällte heute sein Urteil. 6-monatige Freiheitsstrafe für den Angeklagten. Okay, was hat das jetzt damit zu tun? Jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt will ich hier die... Eigentlich sind wir mit der heutigen Folge fertig. Was heißt mit der heutigen Folge? Eigentlich sind wir allgemein mit diesem Spiel fertig. Es sei denn, ihr wollt da noch mehr von sehen. Ich wollte noch mal gucken, ob der irgendwelche von den Artikeln weggepackt hat. Wir hatten ja hier 2-3 Dinger, die wir ausklappen konnten, aber nicht lesen aus irgendwelchen Gründen. Dieses hier zum Beispiel. Warum kann ich das nicht lesen? Ne, ein bisschen schade. Ach, unten geht auch noch. Ja, mei. Unten geht auch noch, Leute. Neuer Vandalismusfall mit W. Sehr schön. 10 Monate nach der Schändung des Grabes von Milius Prokop im nördlichen Friedhof wurde im selben Friedhof um 2 Uhr morgens ein nächtlicher Streuner beobachtet. Der Zeuge, Robert Hart, Nachtwächter, sah einen Mann mit Lampe und Kelle. Obgleich er sich sogleich an dessen Fersen heftete, konnte der Eindringling auf die Straße entkommen. Jetzt wird es doch interessant. Okay, war das jetzt alles? Oder komme ich an die oberen Dinger auch noch dran? Guten Tag, Sir. Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur fragen, ob Sie in Ihren Archiven ein paar Artikel über Gregor Herschel hätten. Okay, da müssen wir anscheinend noch mehr machen hier in den Archiven, aber... Wow. Wow, okay, gut, dann gucken wir doch hier nochmal. Steigen wir wieder runter. Packen das Ding nach da. Steigen wieder drauf. Vielleicht finden wir noch einen interessanten Artikel. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Wenn es hier noch was Interessantes gibt. Hier auch nicht. Aber vielleicht gleich hier noch. So, da ist ja das eine, was noch fehlt. Dann machen wir auch wirklich Schluss. Abschluss des Modernisierungsprojektes.
Am 27. November traf anlässlich der Eröffnung der Governor James Eastman im großen Gemeindesaal unter Anwesenheit von David McClainer, Vorsitzender der Gazette, mit zahlreichen Kaufleuten der Stadt zusammen, um den Abschluss des Modernisierungsprojektes der Hauptstraße zu feiern. Neben dem Gouverneur war Sir Gregor Herschel anwesend. Der Reeder aus Providence, der mit privaten Mitteln gemeinnützige Projekte finanzierte. Er unterstützte nach dem Sturm im Oktober 1713 den Wiederaufbau der großen Brücke. Der Stadtrat genehmigte das Projekt und sobald die nötigen Mittel bereitstehen, sollen die Arbeiten beginnen. Okay, das Verdächtigste, was wir gefunden haben, war tatsächlich dieser Artikel über die verschwundenen Soldaten, ne? Aber, ja. Keine Ahnung, also das Spiel ist bei weitem nicht so katastrophal, wie ich ursprünglich befürchtet hatte. Ich könnte mir, falls entsprechendes Interesse eurerseits besteht, könnte ich mir durchaus vorstellen, mich zu gegebener Zeit noch einmal mit diesem Mysterium zu beschäftigen. Da müsstet ihr mir einfach entsprechende Rückmeldung geben. Ansonsten war's das mit Necronomicon für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge von Surprise Sunday wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.